Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Daily Vlog. Schön, dass ihr eingeschaltet habt mit eurem Xaok heute. Und zwar, zurzeit ist unglaublich viel los wieder. Also es ist wirklich echt übel. Ich muss wieder jede Menge Let's Plays aufholen zurzeit. Also ich habe jetzt hier gerade mal die erste Woche vom April. Und das ist wirklich, wirklich übel. Normalerweise habe ich hier immer einen Monat Vorsprung oder sowas. Und zurzeit bin ich irgendwie immer weiter nach hinten gerutscht. Dann ging es mir mal nicht gut, dann war ich mal krank, dann hatte ich so viel zu tun und dann musste ich das noch machen und dies noch machen. Deswegen bin ich immer weiter nach hinten gerutscht. Deswegen musste ich heute doch mal wieder einen Let's Play-Tag einlegen, was ich heute auch gemacht habe. Also beziehungsweise gestern, also am Montag, heute kommt das Video, ist Dienstag, also gestern. Und namens Trüberbrook nennt sich das Spiel. Ein sehr, sehr cooles Spiel, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr es entweder selber spielen wollt oder wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, schaut es euch als Let's Play auf meinem Let's Play-Kanal an. Xaok der Strubermeier, steht auch nochmal unten im Link als Beschreibung, in der Beschreibung als Link, so rum. Und ein sehr, sehr, sehr cooles Spiel, schöne Story, grafisch sehr interessant zum Anschauen und ich bin auch schon sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Genau, so, ja, so viel dazu, Wetter wird schöner. Jetzt möchte ich natürlich auch die nächsten paar Tage auch ein bisschen mehr wieder draußen machen, endlich das Auto fertig kriegen, damit ich den wegmachen kann. Also, dass wir den dann zum Schrottplatz bringen können, also die Teile. Und wir dann da wieder Platz haben für den Pool. Ja, sobald, es wird ja langsam wieder wärmer, vielleicht jetzt nicht unbedingt April, aber nächsten Monat oder so könnte es dann wieder so weit sein, dass man den Pool aufstellen kann. Und dann möchte ich natürlich, dass da wieder Platz ist. Also muss ich auch wieder genug draußen machen, muss aber jede Menge Let's Plays machen. Also das ist so ein schmaler Grat zwischen, wie rum mache ich das jetzt? Mal schauen, kriege ich hin. Deswegen habe ich heute neue Trennscheiben bestellt. Haben wir in dem Vlog gesehen, wo ich da geflext habe. Ich glaube 25er Pack, das sollte reichen. Diesmal Markenprodukt von Bosch. Ich hoffe, dass die ein bisschen länger halten und wird damit dann auch fertig werden. Also, dass ich da nicht nochmal welche bestellen muss. Ja, was steht noch so an? Ich möchte demnächst die kommenden Tage mal, so ein bisschen was ausprobieren. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich vielleicht so bestimmte Themen ansprechen könnte in den Vlogs. Worüber ich meine Meinung äußere, wo ihr ein bisschen mitdiskutieren könnt. Das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Das können wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Was ich natürlich auch noch ein bisschen mehr machen möchte, ist Essen. Also Essen generell, aber Thema Essen. Und was auch mega interessant wird, was ich mal ausprobieren möchte, ist Kuchen backen. Ja, also nicht nur einfach einen Kuchen backen, sondern mit Fondant arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Zuckerguss im Prinzip, dass man platt rollen kann und dann über einen Teig ziehen kann. Und dadurch kann man sehr interessante Sachen modulieren. Und das möchte ich mal ausprobieren. Und da könnte dabei sein, ich weiß nicht, ob ich das gut kann, aber ich stelle mir vor, dass ich das ganz gut kann. Ich bin ja handwerklich geschickt, deswegen sollte ich das eigentlich irgendwie halbwegs hinkriegen. Darauf freue ich mich schon. Ich werde nachher oder demnächst dann mal so ein Fondant bestellen. Und ich möchte einen Kuchen probieren, also ein Konstrukt probieren und zwar die Amy modellieren. Das wird mega interessant, also die Amy liegend mit den Pfoten so vorne raus. Das will ich versuchen zu modellieren mit einem schönen Teig, also Standardteig, Schokoteig oder ja so Marmorteig, irgendwie sowas, was ganz Normales. Und dann modellieren. Und ich bin mega gespannt, wie das werden wird. Aber das seht ihr dann in einem anderen Vlog. Ja, das sind so Sachen, die demnächst anstehen werden. Vielleicht dann auch mal wieder morgen oder so, vielleicht mal wieder ein lustiges Video anschauen. Mit Haustieren, lustige Tiere, Tiervideos. Mal gucken, das könnte man auch mal wieder machen. Also es besteht sehr, sehr viel Material, das ich machen möchte die kommenden Tage. Ich muss es nur irgendwie schaffen, dieses Material zu verarbeiten bzw. es auch zu erstellen. Aber das werden wir hinkriegen. Heute leider nur ein kurzes, weil wie gesagt, ich bin wirklich auch heute ganz schön auf Achse. Ich muss Let's Plays schaffen, ich muss die Videos bearbeiten, hochladen, veröffentlichen. Die heutigen Videos, Scrap Mechanic und das Nebenprojekt Trüberbrook ist auch noch nicht fertig. Also ich bin echt am werkeln, weil ich die letzten Tage, ja sag ich mal, faul war bezüglich YouTube.
Aber muss auch mal sein. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, ein Like da lassen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ich noch so machen könnte. Also wenn ihr sagt, ja, Xaug, ich will jetzt nicht sein. Zeig uns mal, wie du dein Auto wäschst. Schreibt einen Kommentar mit Xaug, wasch dein Auto. Bin ich mal gespannt. Könnt man als Hashtag machen, gell? Hashtag Xaug, wasch dein Auto. Xaug, Hashtag Xaug, geh mit deinen Hunden spazieren. So zum Beispiel, ja. Könnt ihr, schreibt mal. Ich bin gespannt, was da so bei rauskommt. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.